Eine legendäre Kiste. Yay! Eine legendäre Kiste ist da. Und es gibt eine neue Truppe. Hallo, 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 hallo. Weiter geht es mit Castle Crush. Willkommen dazu. Ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Es gibt ganz tolle Neuerungen. Als erstes, es ist ein Sonderangebot im Shop. Und dieses Sonderangebot lässt uns auf jeden Fall aufatmen, denn es ist sowas von geil. Das ist die Kirsche oben auf der spritzigen geilen Schlagsahne. Und zwar im Shop eine legendäre Kiste. Yay! Eine legendäre Kiste ist da und es gibt eine neue Truppe. Und zwar das Katapult. Es ist unfassbar. Es ist gerade ein Update draufgespielt worden. Das Katapult ist neu und eine legendäre Kiste. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns beides gönnen. Wir müssen uns beides gönnen. Was kann denn das Katapult überhaupt? Ich schau mal kurz drauf. Ich könnte es mir schon mal kaufen. 150 Gems, 800 Gems. Und bei der legendären Kiste sind immer zwei Legendaries drin. Wie krank ist das denn bitte? Was für eine kaputte Kiste. Die ist ja, die kostet nur 800. Ich bin, das ist bestimmt ein Angebot, was, ich hoffe mal, dass das Angebot nicht öfters kommt. Weil sonst wären legendäre Karten nicht so geil. Aber zwei legendäre Karten für 800. Ich denke mal, das ist irgendwie auf alle paar Monate oder so begrenzt oder auf bestimmten Burgen. Ich weiß nicht, wer bekommt das ab Burg 8 und nochmal später, nicht Burg 8, Burg 5 und nochmal Maxi-Burg, was? Ich habe keine Ahnung, aber dieses Angebot ist ja ultra krass. Oh mein Gott, ich raste hier komplett aus. Wir brauchen also quasi 950 Gems, um das Ganze uns zu gönnen. Ich habe 300. Das ist natürlich, ja, ich muss dann mal für einen Zehner hier was reinbuttern. Ich würde mal sagen, bis gleich. Sehr gut, mein Kauf war erfolgreich und nun können wir loslegen. Eieieiei, Leute, habt ihr schon Bock? Ich hab richtig Bock, Legendary. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir starten mit dem Katapult. Kaum es einfach mal. Oh, wow. Neu. Freigeschaltet. Geil. Moment, wir schauen erst kurz. Was wir jetzt. Also, wir haben quasi das gekauft, ne? Was kann denn das Katapult? Als erstes gucken wir erstmal das hier. Momentchen mal, ich werde die Spannung hier oben halten, ob bin ich böse, Entschuldigung. Und zwar hieß der junge Frau, was ist das denn? Katapult, Level 1, selten. Diese Belagerungsanlage greift die Burg deines Feindes aus der Ferne an. Oh, 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 das ist krass, das ist krass. Die Frage ist, was für eine Range es hat, das steht doch hier, Moment. Reichweite, fantastisch. Reichweite ist fantastisch. Moment, was hat der für eine Reichweite? Der Ballista, auch fantastisch. Das heißt, über die Hälfte der Map oder die Hälfte der Lane kann er dann die Burg angreifen. Das ist, glaube ich, gut. Gleich mal austesten. Und natürlich jetzt die Kiste, worauf wir alle gewartet haben. Die Kiste, die uns zwei legendäre Karten jetzt geben wird. Seid ihr bereit, zum Wochenende sich sowas zu gönnen? Natürlich seid ihr das. Ab in den Shop, Leute. Los geht es. Oh, es ist nur ein. Okay, es ist eine Karte. Eine legendäre Karte, selbstverständlich. Die Frage ist natürlich. Ich hoffe, ein neues Legendary. Das wäre total doof. Wenn wir jetzt nochmal unsere schwarze Hexe bekommen. Bitte etwas Neues. Gib mir die Bogenschützen. Bitte die Bogenschützendame. Bitte die Bogenschützendame. Die Bogenschützenkönigin. Ich möchte sie gerne haben. Bitte, 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 bitte. Und. Yes! Sowas von geil. Und wir können sie gleich upgraden auf Level 2. Oh! Da wirbelt's aber richtig. Oh, ist das geil. Ich bekomme gerade einen richtig geilen Ständer. Oh mein Gott. Ab ins Deck. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie? Da ist sie, da ist sie. Kostet nur 4000 Upgrade. Scheißegal. Hier, guck mal. Level 1 Bogenschützenkönigin. Die mächtige Bogenschützenkönigin führt alle deine Fernkampftruppen an und erhöht ihren Angriff. Das war die Aura, die wir gesehen haben. Upgrade. Sofort, sofort hoch. Hallöchen, meine junge Dame. Oh, ist das nicht geil? Das ist richtig geil. Willkommen im Team. Ich setze dich natürlich ein und wir... 8. Die kostet 8. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer, diese 8. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir das spielen. Das ist das ultimative kranke OP-Deck. Übrigens, gestern gab es auch den Schlammelementar im Shop. Ja! Hier ist er. Den werde ich auch noch upgraden, weil der am Start ist. Den habe ich mir gekauft im Shop ein bisschen.
Hab ein bisschen Money ausgegeben, weißt du, YouTube meine Regel, dann können wir uns das Ganze auf jeden Fall leisten. Schlammelementar. Schlammelementar. Hochziehen mit dem jungen Freund. Ihr meinte, der ist ab einem bestimmten Level erst stark. Jetzt ist er Level 5. Jetzt sollte er hoffentlich stark sein. Sehr schön. Einsetzen. Also das ist unser ultimatives, krankes OP-Deck, was super viel Damage macht. So. Jetzt müssen wir überlegen. Nehmen wir die schwarze Hexe raus? Oder den Magier? Wir hätten für den Magier den Henker. Dann würde ich den Henker rausnehmen. Wir nehmen den... Ich glaube, ich nehme den schwarzen raus. Den schwarzen Ritter. Und dafür der Schlammelement. Das machen wir so. Wir machen das einfach mal so. Ob ich jetzt später... Obwohl, der ist Level 3. Ob ich später bereuen werde, das werden wir natürlich dann sehen. Überlegen. Was machen wir denn? Wir machen es wie folgt. Ich werde die schwarze Hexe drin lassen. Wir werden switchen. Und zwar nehme ich jetzt den... Henker raus. Ich nehme den Henker raus. Ja! Werde den hochziehen auf das maximale Level. Oh, die ist cool. Ich mag sie jetzt schon. Richtig geil. Sehr, sehr schön. Oh, den noch upgraden. Oh, gib mir die maximale Ladung an Karten. Her damit. Wir müssen eigentlich noch ein Deck bauen um die Bogenschützenkönigin rum zu. Einfach ein richtig geiles, wo wir einfach die Fernkampftruppen alle mit reinnehmen. Und den nehmen wir auch noch kurz rein hier, damit wir natürlich die Karte testen. Kostet auch 7. Boah, super teuer. Dafür dann was Kleines rausnehmen. Wir nehmen mal das raus. Die brauchen ja die Range gerade nicht. Der sieht lustig aus. Der sieht sehr, sehr lustig aus. Ist das ein Troll? Ist das ein Troll? Sieht man das irgendwo? Das ist Kobold, Troll, irgendwie eins von beiden, Leute. Damit lassen wir mal jetzt die Puppen hier tanzen. So wie sich das natürlich gehört. Hier nochmal kurz den Henker mitgenommen. Ja, Henker, du bist ja aus dem Deck leider raus. Du wirst gleich wieder reinkommen. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Den Blitz, die Drillinge sind auch am Start. Wir haben noch eine Silbertruhe hier. Da bekommen wir natürlich so etwas Wunderbares. Wieder der Henker. Er hat Bock. Der Henker hat Bock. Es tut mir leid, du bist jetzt gerade nicht drin. In diesem Video wirst du nicht auftauchen. Egal wie oft du kommst. Wir bestürmen Skelette. Mitgenommen. Weiter geht's damit. Oh, noch, Alter. Sehr, sehr. Oh, der Schlammelementar. Leute, das sind richtig gute Kisten hier am Start. Wow. Schön. Und am Ende noch was Seltenes. 21 Mal und wieder Schlammelementar. So muss das sein. Und mit diesem Deck geht's los. Ich bin gespannt auf die Bogenschützendame. Auf die Bogenschützenkönigin. Wie krank sie einfach nur ist. Oh, ein Brasilianer. Hallöchen. Viel Erfolg, Bro. Er startet mit dem Zwerg. Ich starte mal mit, wir starten mal mit This Boy. Hab gerade nichts anderes auf der Hand. Ich habe ein sehr, sehr teures Deck jetzt hier. Hochgeheilt. Sehr schön. Ich hoffe, wir bekommen beides down. Ah, noch eine Bogenschützendame. Sehr, sehr interessant. Natürlich. Ich habe gerade nichts. Ich habe nichts mit nichts. Es leckt hier. Es leckt. Das Spiel leckt. Ich glaube, es liegt an dem Update, dass es gerade ein bisschen leckt. Nochmal Pfeile. Ich kann es gerade nicht anders spielen. Sehr schön, da freut er sich. Du kannst dich ruhig freuen. Das ist alles gar kein Problem, denn gleich wird das kommen, was hier alles kaputt macht. Du musst ganz ruhig bleiben. Hier ist mein Schlammelementar. Oh, ist der stark. Der ist sehr, sehr stark. So, jetzt kommen die Skelette hier gegen. Das ist doch alles gar kein Problem. Wir bekommen ein bisschen Damage. Das ist alles legitim. Das ist okay. So, jetzt kommt er hier mit. Dann spielen wir den Zwerg. Und dahinter, ich hab den Zwerg auswendig in die Mitte gespielt. No, das wollte ich nicht. Ich hab den Zwerg auswendig in die Mitte gespielt. Habt ihr es gesehen? Das war nicht so gewollt. Sorry. Das war nicht so gewollt. Sehr gut, da wird mein Zwerg wieder geholt. Jetzt kann er Pull testen. Was kann's? Oh. Oh, wie schnell es schießt. Wie schnell das Katapult schießt. Da noch ein Schlamm vor. Wie schnell das Katapult schießt. Da noch ein Mage. Wie cool ist das denn? Das ist ja richtig lustig. Den wieder hochhalten natürlich. Wunderbar. Das Katapult auf Doom. Und eine Bogenschützendame hinterher. Jawohl, da zeigt sie ihren Skill. Holy moly, mein Katapult. Brauchst es gar nicht versuchen, mein Junge. Du brauchst es gar nicht. Mit dem Katapult. Wir haben zweimal die Bogenschützenkönige auf dem Feld gehabt. Werf mal ein Küsschen rüber. Der wird sich jetzt so ärgern. Boah, das ist stark. Das Katapult.
davor ein Schlamm und noch ein Mage. Boah, ist das stark, Leute. Das ist super, super böse und super, super stark. Hei. Das hat ihn, glaube ich, nicht gefallen, den alten Kollegen. Richtig weggeottert, den jungen Freund. Deutscher. Wenn er mich kennt, Hallöchen, gerne in die Kommentare schreiben, wenn du am Start bist. Würde mich freuen. Viel Erfolg. Unser Deck ist so teuer. Wir werden gleich mal ein paar kleine Skelette mit reinnehmen. Unser Deck ist einfach so unmenschlich teuer. Viel zu teuer. Das ist hier auf jeden Fall was Schönes am Start hier für meine Pfeile. Da kommen sie. Pfeile sind da. Noch den ersten Zwerg. Gegen den Zwerg habe ich gerade gar nichts. Ich werde den mal hiermit wegmachen. Sehr gut. Die sind weg. Dann spielen wir den jungen Freund hier rein. Da kommt ein Mage natürlich super, super stark dagegen. So, Bogenschützendame gegen ihn hier. So, jetzt brauchen wir Pfeile. Das wäre ziemlich gut, wenn jetzt Pfeile kommen würden. Kommen denn Pfeile? Kommt denn irgendwas, um die ganz vielen Truppen wegzubekommen? Weil die nämlich Aua, Aua, Aua machen. Die machen sehr viel Aua. Die machen immer noch Aua. Da ist ein Mage. Sehr gut. Mage macht den Scheiß kaputt. Jetzt habe ich gerade ein Problem. Ich habe ein sehr starkes Problem. Ein sehr großes und starkes und erscheinungsmäßig hier am Start. Pfeile. Hier. Jetzt geschafft. Jawohl, jetzt geschafft. Jetzt gepackt. Jetzt noch geheilt. Yes, trotzdem gerade wieder Probleme. Holy moly, ich brauche eine Karte, die irgendwie Damage macht. Hier, der schwarze Ritter. Der ist gut. Trotzdem, uns fehlt jetzt der Flechtschaden. Oh mein Gott, das wird nix. Ich glaube, wir haben verkackt. Die kriegen die Truppen da oben nicht weg. Da ist ein Mage. Mage? Ja, verloren in der Zeit. Das ging ein bisschen zu schnell. Ihr seht es selber. Wenn einer mit sehr, sehr vielen Karten kommt, ist unser Deck einfach zu krass von den Mana-Kosten. Da können wir nicht mitteilen. Hat uns weggehauen. Ah, aber die Kombi ist trotzdem lustig. Wir brauchen hier irgendwie noch was flächenschadenmäßig. Was nehmen wir denn rein? Was nehmen wir denn auch mit hier? Och, der war auch ziemlich cool. 38 von 43 gefunden. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ich nehme den schwarzen raus. Und werde dafür den Henker mitnehmen. Weil der Henker hat halt Bock. Wissen wir alle, dass der Henker Bock hat. Den nehmen wir dafür mit. Dann werden wir die großen Skelette rausnehmen. Und dafür nehmen wir die kleinen mit rein. Sehr schön. Das andere Deck haben wir natürlich abgespart. Wir wissen Bescheid, wie es funktioniert. Die Bogenschützendame möchte ich gerne behalten. Einfach nur, weil ich die Bogenschützendame habe. Zum Tanken habe ich denn die beiden Freunde. Das Katapult nehme ich mit, einfach weil es eine neue Karte ist. Weil es einfach nur geil ist. Und einmal noch Flächenschaden. Gerne. Einmal noch Flächenschaden bitte, bitte mitnehmen. Und zwar nicht den Inferno. Den möchte ich nicht. Eigentlich ein Mage. Ne, wir nehmen Inferno. Wir ziehen kurz ruhig hoch unseren Inferno. Da ist er doch, der junge Inferno. Noch ein Level. Hei. Level 6. Nehmen wir mit. Und zwar für... Für was? Für? Pfeile? Für einmal Pfeile. Machen wir das mal so. Die schwarze Hexe ist hier. Die Frage ist wirklich, lohnt sich diese schwarze Hexe in diesem Deck? Wir haben so mächtige, starke Karten. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Ich kann es gerade nicht sagen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Aber es ist ein Legendary. Oh, 2000 Gold, wir können die Stärkung hochziehen. Ich werde mal die Stärkung noch mitnehmen. So, und so machen wir es weiter. Leute, wir müssen durchtesten, wir müssen alle Decks einmal ausprobieren. Von daher können wir die kurz mal rausnehmen. Das ist doch alles gar kein Problem. Hallöchen, wer ist hier denn am Start? Hallo, viel Erfolg. Und ein Zwerg in der Mitte. Los geht's. Aber das erste Match mit dem Katapult. Oh, wie mächtig und geil ist es denn? Wie geil ist es denn bitte? Das Katapult ist richtig lustig. Noch ein Krieger rein. Aha. Da ist Ballista. Da kommen meine Skelette. Hallöchen, Skelette. Okay, das ist alles doch gut hier. Alles legitim. Wir verbrennen die Kiste hier, damit alles down ist. Sehr gut, da kommt noch ein Golem. Ein Golem. Was habe ich gegen ein Golem? Gerade eben nichts. Okay, noch geblitzt. Der Blitz war nicht so gut, mein Junge. Der war nicht ganz so gut. So, Bogenschützenstamm ist am Start. Sehr gut, wir können den Henker für unten spielen. Das wird ein guter Henker sein. Da kommt der Henker. Sehr, sehr schön. Pfeile sind auch bereit. Sobald die ein bisschen vorlaufen. Na, ich warte. Da kommen die Pfeile. Einmal eine Stärkung rein. Pfeile kommen. Einmal der Heal für den Henker. Henker ist hochgebufft. Sehr schön. Dann brauchen wir die Bogenschützendame hier einmal. Genauso wie die Zwerge. Da ist die Bogenschützendame.
Sehr gut. Oh, wie stark sie einfach nur ist da oben. Wie stark ist sie denn bitte? So, Katapult. Let's do it. Oh yeah. Katapult. Katapult. Katapult kommt. David verbrannt. Das reicht aber nicht fürs Katapult. Das reicht nicht für Katapult. Jetzt kommt der Bogenschützenstamm gebufft durch die Bogenschützenkönigin. Oh mein Gott. Was passiert denn jetzt hier? Da kommt das nächste Katapult. Und schon gewonnen. Was? Alter, wie schnell das einfach nur geht. Wenn der Henker... Hat der gerade eine Legendary gespielt? Rechts seht ihr das? Cool. Hat auch nur die Bogenschützenkönigin. Wie schnell es einfach nur ist, wenn man hinter dem Katapult was zu tanken hat. Wie schnell es das einfach gemacht hat. Krank. Einfach nur krank. Krank und richtig geil. Komplett einfach nur alles zerbumst. Diese Burg ist einfach nur so schnell umgefallen, als würde da... Keine Ahnung. Irgendwer Krasses drin sein. Das geht ja voll ab mit dem Katapult. Wow. Starke, starke Karte. Darf man nicht unterschätzen, diese Karte. Noch ein paar Skelette davor. Sind immer gut. Seit packen die da. Oh, eine Bombe. Was Lächeln? Dann kommt unser Freund hier angelaufen. Der ist ziemlich fix unterwegs. Der regelt da schon. Schafft er das? Hoffe ich doch mal. Oh, aha. Dann einmal kurz hier reingebrannt, die Kiste. Sehr, sehr schön. Müssen warten, bis wir irgendwie Damage-technisch was haben. Ich habe jetzt keinen Bock, Pfeile zu opfern, nur für so einen Dämon. Weil der Dämon, der macht nicht so viel Damage. Der ist klein, der hat einen kleinen, der kann er gar nicht. Kann er gar nicht machen hier. Henker. Da kommt sein Henker. Die ist die nächste Frage, wie ich den jetzt wegbekomme. Das weiß ich gerade nicht. Schafft sie das? Einfach mal testen, just for fun. Okay, sie ist sogar so schnell down. Sehr interessant. Okay, das wusste ich nicht. Da wird noch eingefreezt. Nicht schlecht von ihm. Denker macht jetzt super viel Damage, natürlich. Super, super viel Damage. Wie bekommen wir das weg? Ich weiß es nicht. Der Mage bringt nichts. Den Henker kriege ich so nicht weg. Den Henker kriege ich so nicht weg. Ich brauche irgendeine. Da ist mein Henker. Das ist gut. Da oben jetzt habe ich sehr, sehr harte Probleme. Der schwarze Ritter kommt. Der schwarze Ritter kommt. Ich bin down. Fuck! Da hat mir was gefehlt. Er nennt es die Hex. Der Hex habe ich herausgenommen. Ach, wie doof bin ich denn? Die Hex ist hier raus, die schwarze. Ich warte die ganze Zeit auf sie. Mist! Ich hatte nichts gegen den Henker. Ich brauche Single-Target. Irgendwas, was noch Single-Target-mäßig was reißt. Der Schlamm. Der Schlamm war gerade nicht da. Das war doof. Das war ziemlich doof. Da hat mir doch jetzt die schwarze Hexe gefehlt. Ich nehme sie doch wieder mit rein. Ich nehme sie doch wieder rein. Warum? Weil es eine Legendary ist. Einfach nur deswegen. Wo ist sie denn? Die kostet ja nicht so viel. Die kostet nur 6. Deswegen nehmen wir sie wieder rein. Und zwar für die Stärkung. Und weiter geht's. Sorry, Leute. War nicht gut gespielt. War nicht gut gespielt. Muss ich an der Stelle zugeben. Das war nix. Das war ja wohl nix mit X. Aber jetzt, der Zwerg. Der ist bärtig. Der ist lang. Der hat Bock. Und der wird's jetzt machen. Oh, ein Ami. Ein Pokémon-Lover. Der macht gerne Liebe mit Pokémon, du alte Drecksau. Eieiei, so ein Pikachu von hinten weg. Nein, das, darüber wollen wir gar nicht nachdenken. So, Bogenschützen. Cool. Wir bringen natürlich jetzt echt viel, die Bogenschützen. Skelette. Na gut. Wenn das so ist, machen wir das so. Jetzt kommt auch hier noch mehr. Der ganze Kleinscheiß. Der ganze Kleinscheiß. Dagegen kommt mein Jung. Das ist mein Jung, das ist mein Henker. Der one-shottet. Schlitz, alles tot. Aha. Geblitzt. Einfach weggeblitzt, den Scheiß. Das gibt's ja gar nicht. Skelette vor. Sehr gut, Skelette, komm. Das ist wie kaputt gemacht. Da ist ein Mage. Da ist ein junger Mage. Mage gegen Mage, da gewinnt meistens der Mage. Der wird geone-shotted. Dahinter kommt gleich mein Katapult. Passt mal auf. Oh, eklig. Oder so. Jawohl, jawohl, hat's gepackt. Richtig gut. Katapult kommt. Da kommt mein Katapult. Holy moly, das gibt Damage. Das gibt richtig Damage. Wieder gewonnen. Na gut, nicht wieder gewonnen, aber das ist mächtig. Das ist mächtig. Den Schlamm, das Katapult, Bogenschützen, Dame. Eieiei. Ich glaube... Der wird das Spiel dezidiert. Oh, sein Handy-Tablet nehmen und einfach draufbeißen. Er wird komplett sein Gebiss zerstören. Einfach nur, weil der Rage Real Madrid ist. Wow.
Aber natürlich gegen starke Decks mit viel kleinen Scheiß. Viele kleine Scheiße halt, ne? Spiel LED, okay. Da haben wir Probleme. Weil wir die Gegner mit viel kleinen Zeug, habe ich schon erwähnt, ja. Wir haben nicht so viel Flächenschaden. Auch wenn wir den Mage haben, wir haben den Henker. Ja. Da müssen wir aufpassen. Gegen den Henker, ja, einmal hatte ich auch dermaßen Probleme. Das Deck ist noch verbesserungswürdig. Man kann es noch verbessern. Trotzdem schon auf 1914 Pokale. Gar nicht mal so schlecht. Wow. Sie überlebt. Jetzt kommt noch der Freund hier. Das gibt's doch gar nicht. Mit so wenig HP überleben, das ist doch eine Demütigung für uns alle. So. Der hier war total useless. Der war total blöd. Da wird auch geheilt. Okay. Der Ork-Krieger. Gegen Bogenschützenstamm. Da kommen auf jeden Fall die zur Folge. Sehr gut. Es ist passiert. Genau das, was ich nicht wollte. Genau das ist passiert. Eieiei. Holy moly. Ich habe gerade Probleme. Ich brauche irgendwas. Wie es aussieht, habe ich verloren. Ja. Der schwarze Ritter. Zwei jetzt. Tschüss. No. Leute, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr die dunkle, schwarze Hexe habt und sie spielt und genau dann der Inferno kommt und ihr nur wartet, bis die Pfeile... Oh, schlecht. Lord Lobo, man kann Smileys in seinen Namen packen. Warum habe ich das nicht gemacht? Nein! Ach, so ein Scheiß. Es ist ein Deutscher. Hallo. Es ist aber ein Deutscher. Ich mag Deutsche. Warum? Ich bin auch ein Deutscher. Ja, hau kaputt. Sehr gut. Kommt noch ein Golem. Oh, mein Deck ist zu teuer, Leute. Mein Deck ist einfach zu teuer. Mein Deck ist viel zu teuer. Mein Deck ist viel zu teuer. Okay. Ja, mein Deck ist zu teuer, wie es aussieht. Es ist scheinbar zu teuer. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich brauche den Henker da unten. Das habe ich verloren. Ja, komm, Baby. Dankeschön, Baby. Dankeschön. Da oben irgendwas noch? Den Schlaf, ich habe verloren in der Zeit. Nein! Ihr seht, es ist einfach... Oh, ich muss hier auch Küsschen geben. Mein Deck ist viel zu teuer. Nee, das klappt so nicht. Da kommen die Rush-Decks, keine Chance. Er kostet 7. Das Katapult kostet einfach 7. Aber wenn man es davor bekommt, ist es, wie gesagt, stark. Man hat es gesehen. Aber wir müssen es abändern. Wir müssen es hier wieder abändern. Und zwar wie folgt. So, das kommt raus. Bogenschützendame ist dabei. Schwarzer Ritter. Alles okay. Der Heal. Skelettschwarm möchte ich gerne noch... Oh, kann sogar upgraden hier. Skelettschwarm kann hochgezogen werden. Geil. Wird eingesetzt. Der kommt raus natürlich. So, der schwarze Ritter ist gerade nicht drin. Der Mage. Schwarze Hexe ist auch dabei. So könnte man es spielen. So würde es vielleicht sogar funktionieren. Uns fehlt ein 101. Na gut, wir haben den Schlamm fürs 101. Das ist ganz gut. Schlamm dahinter die... Ja, doch, das könnte funktionieren. Der Zwerg ist da. Der Mage ist da. Vielleicht noch was Kleines. Was Kleines, Feines. Wir haben Skelette, wir haben sehr viele Skelette natürlich. Wir haben echt viele Skelette hier am Start. Irgendwie hatte irgendeine andere Karte noch drin. Ich weiß gerade nicht was. Was war es denn? Der schwarze Ritter hier. Also der Schwadde für die Bogenschützendame war sonst anders. Ja. Ebenso wie der Freeze. Frage, könnte das funktionieren? Wir könnten hier noch Bogenschützen mitnehmen. Bogenschützen wären gut. Bogenschützen hierfür. Und dann möchte ich doch nochmal das so machen. Ja? Oder nein?
Ja oder nein? Nein oder ja? Ja oder nein? Doch, so machen wir das mal. Mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Natürlich sagen sie viele, Lars, du hast letztes Mal das ultimative krasse Deck gehabt. Du hast immer gewonnen. Warum änderst du jetzt dein Deck? Einfach nur, weil ich gerne jede Karte ausprobieren möchte. Ganz einfach. So, da kommen jetzt die Burgenschützen. Wir warten noch. Damit er nicht so einen weiten Weg hat zu laufen. Der junge Herr hier. Und jetzt wieder gespielt. Sehr gut. Schönes Timing. Sie sind alle down. Das ist auch sehr, sehr schön. Der Rage Buff hat mal genau nichts gebracht, mein Freund. Was ist denn los mit dir? Learn to play. Ich bin genauso schlecht. Scheißegal. Ja, verbrannt. Das kann man mal machen. Dann starten wir mal hiermit. Und werden mal einen kleinen jungen Push starten. Und zwar von hinten. Mit dem dicken Schlammelementar. Ja, der bringt doch nicht viel. So, passt Glätte noch vor. Die werden das überholen. Sehr gut. Da der Henker rein. Da die Bogenschützen. In der Mitte heilen. Sehr gut, der Heal ist da. Der ist am Start, der Heal. Jetzt noch ein Mage hier hinter. Komm, komm, Mage, komm, gib Gas. Gib Gas. Das schaffst du, das packst du. Egal, wird noch Pfeile da, ist mir scheißegal. Hier mein Bogenschützenstamm. Davor ein paar Skelette für den Bogenschützenstamm. Vielleicht ein bisschen zu früh gespielt. Da vorne noch ein paar Skelette. Ja, ja, ja. Jetzt noch ein Bogenschützenstamm. Nächster Bogen. Ich brauche... Wo ist denn die junge Dame hier? Wo ist denn meine... Bogenschützenkönigin? Wo ist sie? Sie kommt einfach nicht. Shit. Kacke, blöd. Wo ist sie denn? Hab ich sie? Da ist ihre... Sie wieder seine. Er hat auch einen am Start hier. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Du spinnst Skelette. Machen das natürlich so. Sehr schön. Alles ist down. Wunderbar. Habe ich die gar nicht dabei? Die Bogenschütze-Tussi? Okay, Henker da in der Mitte. Habe ich die nicht mitgenommen? Da ist sie doch. Endlich ist sie mal da. Gibt's doch gar nicht. Was zur Hölle macht er da? Was zur Hölle macht er da? Was zur Hölle macht er da? What? Der schwarze Ritter im Rage. Ja. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Es tut mir leid. Der macht scheinbar viel Damage. Der macht sehr, sehr viel Damage. Aua. Aua. Nein. Was war da? Welches Level war ich? Ich hab's nicht drauf geachtet. Das war ja übelst. Aua. In meinen kleinen Popo rein. Heieiei. Ein Deutscher. Hallöchen. Und viel Erfolg, Bro. Erstmal schön hier. Wir waren gerade so hoch. Und da passiert sowas. Das kann doch gar nicht sein. Er hat keinen Bock. Wenn du mich kennst, Gruß geht raus. Aber warum spielst du nicht? Okay. Ich hab da jetzt so einen an deiner Burg. Falls dir es aufgefallen ist. Der macht da so ein bisschen Schaden jetzt. Es wird ein Mage gespielt. Mhm. Jetzt bufft er sich wieder hoch. Interessant. Jetzt kommen Bogenschützen. Jetzt kommen meine Bogenschützen. Die sind gebufft durch die junge Dame hier. Sehr, sehr geil. Oh, wie stark die jetzt sind. Ein paar Skelette noch rein. Die sollten hoffentlich die Bogenschützen überholen. Sehr schön. Dann noch ein paar Skelette. Hat er Pfeile? Guck mal, sie macht Damage. Guck mal, wie viel Damage sie macht. Guck mal, wie geil sie einfach nur ist. Ah, ah, ah. Hier noch ein Schlamm rein. Schlamm kommt zum Tanken. Sehr gut. Da ist mein Schlamm. Einmal bitte hochbuffen. Und die zweite Dame. Sehr schön. Noch ein Mage dahinter. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr böser Push. Das ist ein mächtiger Push hier. Noch ein Mage. Komm, Double Mage. Ach. Dann machen es halt meine Skelette am Ende. Das ist doch gar kein Problem. Die Hexe war stark von ihm. Natürlich war sie stark. Ich hab nur...
Pfeile! Nur Pfeile am Start. Nur Pfeile. Wieso, weiß niemand. Nur der liebe Pfeile-Gott. Achso, ich brauch sie halt nicht mal. Doch, jetzt mach ich's. Pfeile? Ich hab's doch gespielt. Mann. So, der Henker da von der Seite. Nächsten Pfeile. Bitteschön. Henker kommt. Sehr, sehr geil. Da wird verbrannt. Das wird auch nicht so viel bringen. Das bringt dir auch nichts. Das bringt dir nichts. Da brauchst du ganz. Kannst du ruhig locker bleiben hier. Locker flockig dann nach Hause spielen. Ballista, ich hab grad nichts erwartet im Spiel. Gib mir Karten. So. Schlamm kommt. Schlamm kommt. Henker kommt. Der wird wieder gebufft. Hier ein Schlamm rein. Schlamm kommt. Mein Schlamm ist an der wunderbaren Base. Pfeile. Ja, fast hat er geschafft, der Schlamm. Nicht schlecht. Ein paar Skelette. Genau, wieder oben. Ein paar Skelette. Der Henker auch noch hinterher. So. Mal schauen, was der Schlammi macht. Bogenschützenschlamm. Einmal heilen, damit der Schlamm wieder am Start ist. Noch ein Mage rein. Oh, oh, oh. Das ist ein böser Push an deiner wunderbaren Burg. Eieiei, mein Freund. Sehr schön. Somit haben wir ihn weggeottert. Richtig geil. Der Adel. Und die Siegeskiste gehört uns. Schön. Schön, schön, schön. Was bekommen wir? Natürlich den Windstoß und die Bombe. Und damit bin ich am Ende angekommen von diesem wunderbaren Part. Leute, es gibt richtig viele neue Sachen, wie zum Beispiel das Katapult. Und wir haben die Bogenschützenkönigin. Sie ist da. Sehr, sehr schön. Wir schauen mal kurz. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie, genau. Gibt es sonst noch neue Karten? Wir schauen kurz wegen Update. Es gab ein Update, man hat aber nicht gesehen, was. Die Informationen liegen noch nicht vor. Scheinbar das Katapult. Ja, das Katapult ist das Einzige. Ja, genau. Das Katapult. Nochmal kurz im Shop reingelunzt. Haben wir. Sehr, sehr schön. Wenn es euch wieder gefallen hat, würde mich natürlich freuen über ein Däumchen nach oben. Ihr seid wie immer ein Haufen super nicer Boys. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und denkt daran, jeden Tag ab 18 Uhr geht es hier weiter mit Castle Crush. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst, wie schon erwähnt, einen wunderbaren Like da. Dankeschön, ihr seid die Besten. Haufen super nicer Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.